Das Ludwig-Gleichhardt-Gymnasium wird saniert. 7,5 Millionen Euro wurden vom Land Brandenburg für die energetische Sanierung des Gebäudes zur Verfügung gestellt. Dabei bleibt die vorhandene Gebäudestruktur weitestgehend erhalten. Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen werden jedoch umfassend erneuert. Zudem wird der Außenbereich komplett neu gestaltet und eine moderne Inneneinrichtung geschaffen, um den Schulertag angenehmer zu gestalten. Damit der Unterricht für die über 600 Schüler des Gymnasiums weitergehen kann, wird der Bau in 4 Abschnitte geteilt. Bauabschnitt 1 und 2 sollen bis Januar 2015 fertiggestellt werden. Danach wird bis August 2016 am Haus B gearbeitet und zuletzt Haus A in Angriff genommen. Geplante Fertigstellung ist im August 2017.